Ich habe Angst, dass du trotzdem vielleicht durch Gespräche vergisst, was wir haben könnten. Und das möchte ich nicht, okay? Was ist das? Das ist nichts. Was ist das? Das will ich von dir jetzt wissen, was das bedeutet. Weiß nicht. Auf jeden Fall kein Kuss. Das war kein Kuss? Ja, aber guck mal, was war das? Ich habe auf mein Herz gehört. Und das habe ich hier bei Temptation Island gelernt. Und ich habe einfach mich geöffnet. Aber ich habe mich erst geöffnet, nachdem ich diese ganzen negativen Bilder gesehen habe. Hey Junge, weil es gibt Geschäftspartner, die so sehen, ja, die mich halt unseriös finden. Es gibt Familie und Freunde. Verstehst du, was ich meine? Und das und dann, ist seriös, was nein, du da machst? Dann ekelst du mich an. Und dann bin ich bereit, offen zu sein. Und genau. Dann habe ich mich geöffnet. Genau. Hab gemerkt. Und dazu stehe ich auch. Alex, du wolltest die Chance haben, mit Christina zu sprechen. Willst du irgendwas sagen? Ich möchte keine Beziehung führen mit einem Menschen, der sich nicht kontrolliert. Möchte ich nicht. Ist mir peinlich. Ist mir schon genug peinlich, dass das ganz Deutschland sieht. Nein, ich sollte es ja auch applaudieren, ne? dass diese Frau gerade an deiner Seite ist und dass ich diese Videos bekomme. Alex? Hast du dich verliebt? Ich habe mich verliebt, ja. Du hast dich verliebt? Ja. Ich habe mich verliebt. Da ist viel passiert. Da waren viele Momente, wo wir gesehen haben, wir ticken voll gleich. Tiefgründige Gespräche, habe ich dir auch vorher gesagt. Das haben wir gar nicht. Beim Kopf ist sie älter als du, reifer als du. Die hat 10 Jahre Vorsprung, weil sie so viel Scheiß erlebt hat im Leben. Die ist viel weiter als du. Das ist die Wahrheit. Was ist zwischen dir und Vanessa passiert? Zwischen mir und Vanessa ist eine Bindung entstanden, eine emotionale. Ich habe trotzdem die ganze Zeit das Körperliche. Es gab so einen Männlichkeitsworkshop. Da habe ich herausgefunden, dass ich halt auf meine inneren Werte achten sollte und einfach das machen sollte, was ich für richtig halte, für mich. An erster Stelle Selbstliebe. Und dadurch habe ich mich geöffnet, sind Gefühle entstanden. Und beim Dream Date habe ich ihr das offenbart. Sie hat das erwidert. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie meine Freundin sein möchte. Und sie hat zugestimmt. Dir ist aber schon bewusst, dass du noch eine Freundin hast, oder? Ist dir das bewusst, was du gerade machst? Das ist mir bewusst. Merkst du, dass du ein Arschloch bist? Ich habe auf mein Herz gehört. Und im Endeffekt möchte ich einfach nicht mehr in so einer toxischen Beziehung sein. Alex, was ist denn noch passiert? Nachdem wir das Dream Date Candlelight Dinner hatten, haben wir zusammen übernachtet im Zimmer. Nicht da mehr? Warte doch. Und da ich jetzt gedacht, okay, ich bin jetzt mit ihr in einer Beziehung, habe ich nur mit ihr gekuschelt. Kein Küssen, kein Sex, nichts. Aber nur kuscheln. Ich wollte sie spüren. Ich glaube das nicht. Und dann hatten wir am nächsten Morgen einen Heißluftballon. Eine Heißluftballonfahrt, Sonnenaufgang, sehr romantisch. Und dann am Ende der Fahrt ist der erste Kuss gefallen. Das war's. Für dich tut's mir unglaublich leid. Du hast deine Fresse zahlen. Aber ich möchte einfach nicht mehr in so einer Beziehung leben. Und ich habe gesehen, dass das echt ist. Christina, es tut mir unfassbar leid. Wie hast du dir das vorgestellt? Jetzt hast du alles mit ihr? Alles, was wir uns zusammen aufgebaut haben! Mann! Ah! Wille, fass mich nicht an, Alter! Wie soll ich mit so etwas zusammen? Was? Du brauchst gar nicht alles auf mich schieben. Du hast mich gerade blamiert. Du hast mich blamiert. Hör mal zu. Du hast mich blamiert. Hör zu. Ich habe wegen dir hier teilgenommen. Nein. Wegen dir! Uns. Christina, atme tief durch. Oh, ja. Du hast deine Fresse zu haben. Geh zu deiner Vanessa. Ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen. Ich will dich gerne wiedersehen. Ich hätte das niemals erwartet, dass du mich so bringst. Dass du mich so hart bringst. Das habe ich auch so mitgenommen, weil ich auf dich geweint habe. Allein wegen ja, sie hat man doch gesehen. Mit dir, hat man gesehen. Weil ich weiß, wie du leiden wirst. Hast du gesehen? Mir von Herzen weh, aber ich muss auf mich hören. Ich muss auf mich hören. Ich will so eine toxische Beziehung nicht führen. Ihr zwei, ich wünsche euch beiden nur das Allerbeste. Ich wünsche euch, dass ihr beide glücklich werdet. Christina, ich ziehe meinen Hut dafür, dass du bis zum Schluss durchgezogen hast. Dafür auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass du glücklich wirst. Das hoffe ich auch.
Ihr habt Temptation Island VIP nicht bestanden. Temptation Island VIP ist definitiv nichts für schwache Nerven. Aber halten die Beziehungen das aus? Die Antworten bekommt ihr hier bei den neuen Folgen auf RTL Plus. Hier gibt's weitere Einblicke und ganz wichtig, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und zwar hier.